Dort hat die Gemeinde Buchsee zum Ortsbürgerabend eingeladen. Und das herzliche Willkommen, das haben den Haufen angenommen. Dort hat die Gemeinde Buchsee hat gegen 3000 Mitglieder. Und wer jetzt meint, eine Ortsgemeinde sei so ein archiviertes politisches Gebilde, der liegt völlig falsch. Eine Ortsgemeinde verbindet nämlich traditionelle Werte mit den Herausforderungen der modernen Zeit. Und dank der politischen Unabhängigkeit können bei viel gesellschaftliche und gemeinnützige Leistungen erbracht werden und das ohne die Steuerzahler zu belasten. Eine Ortsgemeinde steht also sozusagen im Dienst des Gesellschafts. Leben. Nicht nur das Buchs, aber das Buchs eben auch. Und weil man eben kein eigentliches hoheitliches Territorium und auch keine Steuerhoheit hat, muss man alles selber finanzieren, die gemeinnützigen Aufgaben. Man muss sich also am Markt orientieren. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis vom Erfolg und eben auch vom Fortbestand von diesen Ortsgemeinden. Aber überzeugt euch selber von der Leistungsfähigkeit und vom strategischen Geschick von so einer Ortsgemeinde. Das eben anhand von dem Ortsbürgerabend von der Ortsgemeinde Buchs. So wie angekündigt, nach diesen wunderschönen Liedern wird jetzt der Verwaltungsrat seine jeweiligen Ressorts vorstellen. Wenn ich übrigens ein kleines Quiz, wer weiß, wo das ist? Dort hinten? Falsch. Erstpreis ist übrigens ein Glas Wissen beim Aperobüffel. Jawohl, dorthin, Tele. Bravo, Tele, hast ein Glas Wissen gewonnen. Gut. Wenn ich gerade mit mir anfange, mein Name ist Heini Senni, ich bin Präsident der Ortsgemeinde seit 2007. Und meine Ressorts sind ein bisschen, wie es eigentlich der Name schon sagt, Präsidiales, Führung, Entwicklung, Aussenbeziehungen, Projekt, Öffentlichkeitsarbeit und Personelles. Ich bin natürlich auch in diversen Kommissionen hin, Verwaltungsrat Grabus, Bau- und Planungskommission, dort als stimmberechtigtes Mitglied, Einbürgerungsrat, NTB, Studienstiftung,
Verwaltungsrat Infrastruktur International School, Genossenschaft Alterswohnungen. Dann bin ich noch Präsident vom Verband St. Galler Ortsgemeinde. Und dann kann meine Frau mal fragen, wenn ich noch daheim bin. Die Herren hier bilden den Verwaltungsrat. Das ist der Werner Schwendener, er ist Vizepräsident. Dann der Christian Rotenberger, er ist Vizekassier und Vizeschreiber. Der Hans Rotenberger, er ist unser neuer Bauchef. Der Rudi Sen ist der Landwirtschaftsminister. Und dann da unten sitzt unser Schreiber-Kassier, der Hans-Peter Fetsch. Sie wollen sich dann nachher selber vorstellen. Der Hans Rotenberger und der Rudi Sen sind ja neu im Verwaltungsrat seit diesem Jahr. Sie sehen, vielleicht ist ein bisschen Rotenberger Sennlastig, aber das ist ein reiner Zufall. Wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert miteinander. Ich werde Ihnen jetzt das Leitbild vorstellen. Das Leitbild hat der Verwaltungsrat in einer Klausurtagung erarbeitet, Vorgabe und Ziel war es, dass das Leitbild auf einer A4-Seite Platz hat und wir haben das geschafft. Zuerst haben wir uns einmal gefragt, wer sind wir? Das ist eigentlich einigermaßen gegeben. Die Ortsgemeinde Buchs ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft im Sinn von der Kantonsverfassung und sie wird gebildet durch die in Buchs wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, die das Bürgerrecht besitzen. Was leisten wir? Wir haben eigentlich, wenn man so will, nur schöne, edle Aufgaben. Wir pflegen und fördern Natur und Naherholung. Wir bewahren und pflegen das historische Erbe, wenn wir zum Beispiel das Zollhaus anschauen, das wir übernommen haben. Wir unterstützen ein vielfältiges kulturelles und sportliches Angebot. Wir fördern das Angebot von sozialverträglichem Wohnraum. Wir schaffen zusätzlichen Raum durch verdichtetes Bauen. Und wir tragen zur Entwicklung der Stadt Buchs bei. Unsere Hauptanliegen, ein ganz wichtiges Anliegen ist sicher, dass wir politisch unabhängig sind und eigenständig. Also bei uns ist das nicht parteipolitisch gesteuert. Wir wollen sorgsam und zukunftsgerichtet mit erwirtschafteten Mitteln umgehen. Selbstverständlich, wenn wir wirtschaftlich langfristig erfolgreich bestehen und wir haben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt Buchs und weiteren Anspruchsgruppen. Welche Prinzipien sind uns wichtig? Wir erbringen Leistung für die Allgemeinheit, für euch alle. Wir geben unseren Grundbesitz, da steht es noch vorwiegend im Baurecht ab oder verpachten. Also mit dem will ich fast sagen, wir geben ausschließlich im Baurecht ab. Wir messen einen nachhaltigen Umgang mit wertvollen Bodenressourcen. Das hat bei uns oberste Priorität. Und wir sorgen für die Werterhaltung unserer Liegenschaften. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz, wo wir am Schluss gesagt haben, wir sind wirklich heute und in Zukunft für Buchs da. Wir sind unsere Partner, wir teilen verschiedene Aufgaben mit der Stadt, mit der politischen Gemeinde und dem Kanton St. Gallen. Und wir stehen noch in engem Kontakt mit anderen Ortsgemeinden und öffnen den Blick auf weitere Partner. Also wir sind offen. Wir haben jetzt ganz viel erwähnt von den Berührungspunkten, die wir haben mit der Stadt Buchs. Wir wollen da wirklich eine dynamische Einheit bilden mit der Stadt Buchs. Wir wollen, weil beide wissen, dass es eigentlich ohne den anderen nicht geht. Das sieht man allein schon, wenn man jetzt auf die Karte schaut. Das ist das Gebiet von Buchs und alles, was
was grün ist, ist im Besitz von der Ortsgemeinde Buchs. Wenn man das noch jetzt in Zahlen ausdrücken will, dann haben wir in Buchs Bauland und Baurechtsparzellen 462'000 Quadratmeter, Kulturland fast 4 Millionen, Waldig und Steinbruch 1,36 Millionen und dann noch die Altmalbau mit 3,38 Millionen. Wir haben aber nicht nur im Buchs Grundbesitz, das ist da, wo die umliegenden Gemeinden Albig nicht unbedingt Freude daran haben. Wir haben natürlich in Seefallen haben wir noch 763'000 Quadratmeter. Die Altmalschül, die ist auch auf Seefler Gebiet mit diesen 3,5 Millionen Quadratmeter. Wir haben in Grabs Kulturland 134'000, in Sennwald 88'000, in Melz gehört ein Viertel von der Alp Valtüsch. Da ist ein Viertel gehört ja Seefele und die Hälfte gehört Frümse. Also das sind jetzt auf unserem Konto wieder eben fast 2 Millionen Quadratmeter. Wir haben nicht landwirtschaftliche Liegenschaften mit einem Verkehrswert von 71'239'600 Franken und landwirtschaftliche Liegenschaften, da geht es nach einem Ertragswert mit 4,377 Millionen. Mit diesen eindrücklichen Zahlen leite ich jetzt eigentlich über zu unserem Finanzminister, zum Christian Rothenberger. Er wird Ihnen noch ein paar zusätzliche Informationen über die Finanzen von der Ortsgemeinde geben. Vor einem Jahr habe ich noch sagen, ich sei nicht der kleinste Verwaltungsrat. Seit diesem Jahr ist es jetzt aber leider so, dass ich nicht wirklich bin. Jetzt bin ich halt der kleinste. Nichtsdestotrotz, ich bin seit 2013 im Verwaltungsrat und eben, wie der Heini schon gesagt hat, vor allem für Finanzen zuständig und auch für die Pflege von unserer Homepage. Das Ressort Finanzen ist in dieser Organisation, Ortsgemeinde Buchs, eigentlich gerade schon ein Privileg, weil wir stehen auf dermaßen guten finanziellen Beinen, dass man da wirklich Freude hat, wenn man solche Finanzen verwalten kann. Dass es so ist, das haben vor allem Verwaltungsräte weit vor mir gemacht. Die haben vor Jahren einen weitsichtigen Entscheid gefällt, dass das vorhandene Bauland nicht mehr verkauft, sondern, wie der Heini schon gesagt hat, vorwiegend im Baurecht abgegeben werden. Das Vermögen von der Ortsgemeinde kommt nicht etwa von den Steuern. Wir sind als öffentlich-rechtliche Korporation sind wir nicht Steuereintreiber, sondern Finanzbedarf, den tun wir vor allem aus Baurechts- und Pachtzinsen decken. Das ist doch schon ein Betrag, der jedes Jahr über 1 Million Franken ist. Dann sind aber auch die Hypothekarzinsen ein Teil von dem Fundament, wo wir doch schon 35, also im letzten Jahr 35 Darlehensnehmer hatten, mit wo wir doch 7,5 Millionen Franken ausgeliehen haben. Mietzinsen aus eigenen Liegenschaften ist ebenfalls wichtig, vielleicht immer wichtiger. Und die Erträge aus den Finanzanlagen, die gehen sicher immer mehr zurück in den letzten Jahren. Und darum, denke ich, macht es so Sinn, wenn wir jetzt in diesen Zeiten ein bisschen mehr investieren für Liegenschaften. Wir haben, wie ich schon erwähnt habe, sehr eine gesunde Struktur. Wenn wir anschauen, Ende 2016 haben wir ein Nettoumlaufvermögen gehabt von 5,2 Millionen. Und obwohl wir jetzt in diesem Jahr recht viele Bauvorhaben realisieren, ist es Ende September von diesem Jahr immer noch 5 Millionen Franken gewesen. Weil ich jetzt nicht wie meine Kollegen einen Haufen schöne Bilder zeigen kann, möchte ich wenigstens etwas mit einer Zahl blöffen, sage ich jetzt mal. Und zwar haben wir gelesen, irgendwie in letzter oder vorletzter Woche im W&O hat man so einen Vergleich gemacht von den Werdenberger Gemeinden, wo es um Nettoverschuldung gegangen ist von diesen einzelnen Gemeinden und hat die verglichen. Also wenn wir jetzt hier mitmachen würden, dann stehen wir sehr gut da, weil wir haben nicht eine Nettoverschuldung pro Bürger, pro Ortsbürger, sondern wir hätten jetzt Ende 2016
hätten wir ein Nettovermögen gehabt, pro Ortsbürger von 7'000 Franken. Der Kanton gibt uns vor, dass wir unsere Gewinne zu einem doch überwiegenden Teil für die Öffentlichkeit einsetzen müssen. Wir machen das für Wald- und Forstwirtschaft, heute jetzt über die Forstgemeinschaft Grabus, Alpwirtschaft, Bau und Unterhalt von Strassen und Wegen, Bau und Unterhalt von Alpunterkünften und Weidstellen. Dann stellen wir Land zur Verfügung für Naturschutzprojekte. Das aktuelle Beispiel war die Naturierung WBK, wo ihr sicher einen grossen Teil von euch schon anschauen durfte und sicher gut herausgekommen ist. Dann leisten wir einen Beitrag an Kultur- und Sportvereine. Im 2016 waren das 55 und an wohltätige Institutionen. Beiträge gesamt im Jahr 2016, und das ist immer jedes Jahr ähnlich, doch über 100'000 Franken, die wir hier abgeben. Dann betreiben wir und unterhalten einen Skilift, Malbou, vor allem für Familien mit kleinen Kindern ist das sicher zu empfehlen. Dann unterhalten wir oder leisten Beiträge an den Busbetrieb für den Buchsenberg. Dann haben wir im 2012 ein neues Berghaus gebaut, haben wir sicher alle schon anschauen und hoffentlich auch einkehren. Dann haben wir auch eine Strasse gebaut im 2015, wo jetzt sicher viel sicherer geworden ist als vorher, wo der Stutz noch drin war. Wir verpachten preisgünstiges Land an die Landwirtschaft und an Kleinpflanzer. Im Jahr 2016 hat die Ortsgemeinde doch Leistungen erbracht, für all die Jahre, die ich jetzt so erwähnt habe, im Betrag von über 900'000 Franken. Dann haben wir der Kanton hat vorgegeben, dass ein neues Rechnungsmodell für alle öffentlichen Körperschaften eingeführt wird, also im ganzen Kanton St. Gallen. Das betrifft nicht nur Ortsgemeinden, sondern politische Gemeinden, Schulgemeinden, Korporationen. Wir haben hier mitgemacht, logischerweise, und haben aber gerade schon uns als Pilotgemeinde zur Verfügung gestellt. Das ist sicher gut, da wird man entsprechend gut begleitet, und darum sind wir jetzt eine von den Ersten, die hier bereits dran sind. Dann hat es genau aus dem Grund, dass wir das neue Modell einführen müssen, ist eine Bedingung und eine Vorgabe, dass man unser ganzes Vermögen, Anlagevermögen, neu muss bewerten muss. Das heisst also, alle stille Reserven, die man in den Jahrzehnten vorher hat dürfen bilden, indem man hat ein bisschen mehr abgeschrieben hat, wenn man ein gutes Ergebnis hatte und so weiter. Jetzt haben wir Reserven müssen auflösen von 70,9 Millionen Franken. Das heisst also im Klartext, wir sind eigentlich über Nacht um 70,9 Millionen Franken reicher geworden, wenn wir das Eigenkapital anschauen. Erster Abschluss von dem RMSG, wie das heisst, ist dann am 31.12.2017. Wenn ich nochmal auf die 70 Millionen Aufwertung komme, wenn wir jetzt wieder unsere Situation anschauen, eben verglichen mit den Gemeinden, dann wäre unser Vermögen pro Einwohner entsprechend um die 70 Millionen, natürlich, also total um die 70 Millionen gestiegen. Das heisst also, jetzt hätten wir pro Ortsbürger ein Vermögen von 36'000 Franken. Schöne Zahl, wenn man das mit der Gemeinde vergleicht. Dann darf ich noch erwähnen und euch einladen, ein bisschen auf unsere Homepage zu schauen, also immer ein bisschen auf dem Laufenden sind, was wir alles machen. Dort dürfen wir ein bisschen die neuen Anlässe, die wir haben, sehen. Ihr seht, was wir gerade laufend bauen. Ihr könnt auch einen Haufen Bilder anschauen. So sind wir eigentlich immer ein bisschen auf dem Laufenden. So sieht die ungefähr aus, wenn ihr reinschaut. Und ich darf auch erwähnen, dass ab heute unsere Kamera, Webcam, die wir dort oben haben, wieder läuft. Die ist vermisst worden, ich weiss es. Wir haben einen Sturm, also zuerst haben wir ein Kassenhaus gebaut oben, hat sie weg müssen, und nachher haben wir noch einen Sturmschaden gehabt. Und darum ist jetzt eine Weile nicht gelaufen, aber seit heute tut sie wieder. Findet ihr uns auf www.ortsgemeinde-buchs.ch. Dann darf ich überleiten zu meinem Kollegen, meinem Namensvetter Hans Rotenberger. Danke. Dankeschön.
Ja, danke vielmals, Christian. Der Christian ist der kleinste Verwaltungsrat, wie er so gesagt hat. Ich bin der Grösste, der Jüngste und der Hübscheste von allen. Und ich darf folgende Ressort, oder das Ressort Bauwesen darf ich innehaben. Ich bin zuständig für den Strassenunterhalt, für den Unterhalt der Liegenschaften. Ich bin begleite Bauprojekte und bin eigentlich ein bisschen eben der Baumensch und tue das ganze Bauwesen von der Ortsgemeinde eigentlich begleiten. Zudem habe ich verschiedene Kommissionen, die ich begleite. Das ist, wie ihr hier lesen könnt, eigentlich das Wichtigste. Ich bin Mitglied in der Baukommission. Das sind zurzeit drei. Das ist der Neubau von mir, Familienhaus Felbenweg, dann Hirtenunterkunft und es ist das Kassenhaus, das ich begleiten durfte. Vielleicht ein paar Impressionen, für was mache ich oder was tue ich unterhalten. Ihr seht hier einen Strassenschaden, den wir haben nach einem strengen Winter. Oder wenn Bäume auf der Seite vom Weg sind, die machen uns die Strassen kaputt und das gibt jedes Jahr einen relativ viel und grossen Unterhalt. Vor allem, weil wir relativ viele Strassen haben, das sind ein paar 10 Kilometer befestigte Strassen, also Tierstrassen, Kieswege und so weiter. Also es gibt jedes Jahr relativ viel Arbeit. Dann in meinem Ressort ist auch der Unterhalt der Liegenschaften. Da haben wir wieder ein Bild. Dieses Jahr war das Hauptthema die Sanierung des Verwaltungsgebäudes, der Ulmerstrasse 2. Wir sehen hier ein Bild, wie es noch ausgesehen hat, wo es eingerüstet war. Und jetzt erscheint es in einem wunderbaren Zitronengel. Und es ist wieder topmodern gestaltet und natürlich ohne Gerüst. Da ist auch noch ein kleines Projekt, also es gehört auch noch Unterhalt von Liegenschaften, das sind Heizungssanierungen, WC-Sanierungen und so weiter, bei diesen Haufen Liegenschaften, die wir haben, die nachher mein Kollege vom Verwaltungsrat noch kurz erklärt. Dann, was mich beschäftigt hat, ist der Abschluss von der Wasserversorgung dieses Jahr gewesen, wo mein Vorgänger, der Kurt Rüger, aufgeleistet hat und schon relativ viel vorgespurt hat. Das habe ich dieses Jahr im Sommer beenden. So sieht es jetzt aus. Das ist, wenn ihr in der Skihütte etwa 100 Meter eine Strasse weiter rauffahren und nachher links runter schauen, ihr seht eigentlich nichts mehr. Ganz hinten dort im Baum seht ihr noch etwas raus schauen, das ist die Öffnung des Wasserreservoirs. Das haben wir im Frühling, April, Mai, haben wir das mit dem Helikopter raufgeflogen. Ihr seht auf dem rechten Bild ein 40 Kubik Reservoir, wo man mit einem speziellen Helikopter gefragt hat, weil es relativ schwer war. Ihr seht auch noch, ist alles schneebedeckt. Beim nächsten Bild seht ihr eigentlich, wie wir das Wasserreservoir eingebracht haben. Also da ist mit relativ viel Manpower, Helikopter, Wind ist hier noch ein Thema gewesen. Also ist nicht ganz einfach. Auf dem nächsten Bild sehen wir eigentlich dort, wo wir vorher die grüne Fläche gesehen haben. Wie es ausgesehen hat, hat ein riesengroßes Loch gehabt und dann haben wir das 40 Kubik Reservoir dürfen einbringen. Ja, so hat es noch im Mai ausgesehen, es hat oder April noch leicht, es hat wieder Schnee gegeben, das Reservoir schaut noch leicht aus. Die ganze Landschaft, die wir vorgesehen haben, wo es fertig war, ist ein reiner Acker gewesen. Und das Projekt haben wir beenden im Mai, Juni und wir haben jetzt eine nigelnagelneue Wasserversorgung in diesem Bereich und das Projekt durfte ich abschliessen. Das sind so meine Aufgaben, die ich habe im Verwaltungsrat und wenn Sie anschliessend Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Und dann möchte ich weiterleiten zu meinem Kollegen Rudi Senn. Ja, danke Hans, also meinem Vorredner. Also wie der Präsident Heini schon gesagt hat, ich komme aus der Landwirtschaft und mir hat man das Ressort Landwirtschaft zugeteilt, ist ja ganz klar. Landwirtschaftsminister und mir untersteht Land- und Forstwirtschaft, zwei schwierige Gebiete, die nicht so Rendite wie der Christian Rotenberger da können erzählen. Aber ich denke, es sind auch sehr wichtige Aufgaben. Darunter fallen die Alpen mal Buhn mal Schül, Alpfaltäusch, das Gemeindegut, Dreiautrat, Forst und dann bin ich noch Neugantleiter. Und in der Kommission habe ich erst ein Jöppli, wird dann schon noch mehr geben, habe ich keine Angst. Natur und Landschaft, da arbeite ich mit der politischen Gemeinde zusammen, Naturschutzkommission. Da geht es um ein Projekt Bäch renaturieren oder Böschungen, halt einfach so allgemeine Sachen für ein bisschen ökologische Ausrichtung in der Gemeinde Buchs.
Dann Forstwirtschaft, wie schon angetönt, auch eben relativ ein schwieriges Gebiet. Die Holzpreise sind in den letzten Jahren massiv gesunken und trotzdem muss der Wald gepflegt werden. Und zwar muss er so gepflegt werden, dass er seine Schutzfunktionen kann erfüllen kann. Es muss auch ausgeholzt werden, wenn es manchmal nicht rentabel ist. Und ich denke, da sind wir auf gutem Weg mit der Grabus. Die ist bereits im 10. Betriebsjahr, Zusammenschluss von Grabs, Buchs, Sevele, als Forstgemeinschaft. Und das funktioniert sehr gut. Wir können hier Synergien nutzen von den Fahrzeugen, Gerätschaften und auch vom Personal und haben somit Möglichkeiten, auch in privaten Bereichen ein bisschen Fuss zu fassen und dort halt ein bisschen Geld regenerieren, wo es im anderen nicht möglich ist. Denn das Gemeindegut, das umfasst vor allem die landwirtschaftlichen Flächen, dann Kleinpflanzerparzellen und Schrebergärten. Da ist meine Aufgabe natürlich, Pachtverträge laufend anzupassen. Das mache ich in Zusammenarbeit mit dem Hans-Peter Fetsch, mit unserem Schreiber. Ich verteile gerne Flächen, wenn Flächen zurückkommen, aber das ist nicht immer einfach. Flächen künden ist auch nicht so eine ringe Aufgabe, aber ich werde die Aufgabe machen, wie sie mir zugetragen worden ist. Und wie ihr wisst, der Boden ist endlich, der wächst nicht. Wir verlieren ja immer Flächen, also es gibt nicht mehr. Also es ist nicht ganz einfach, aber wir werden probieren, das Beste daraus machen. Dann die Rialtrad, die ist ganz nördlich von Buchs. Jetzt gerade, wo es WBK-Unternehmen, Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde, die Renaturierung am Kanal gemacht hat. Gerade anschliessend ist die Rialtrad und die wird genutzt. Im Frühling und im Herbst sind rund 100 Stück Fäden drauf, die dann im Sommer auf die Alp kommen und im Herbst wieder zurückkommen. Da ist dann meine Aufgabe, zu schauen, dass der Unterhalt läuft in dieser Trad, dass die Tiere an- und abgemeldet werden. Das mache ich auch in Zusammenarbeit mit dem Hans-Peter, dass das auch wieder super verhebt. Es ist eine schöne Fläche dort draussen und im Sommer gibt es einen Heuschnitt, wo vier Bauern untereinander aufteilen. Dann haben wir seit 2 Jahren ein Projekt Waldweide. Da sind die Rinder, Frühling und Herbst, wenn es irgendwie geht, in dem ausgemarcherten Teil, wo man ausgeholzt hat. Man hat einen gewissen Restbestand an Bäumen stehen lassen. Und das ist nicht irgendetwas eine Neuerfindung. Da gibt es schon seit eh und je. Es ist ein bisschen vergessen gegangen, die letzten Jahrzehnte. Und wir haben das wieder ein bisschen aufgelebt. Und wenn wir probieren, den fließenden Übergang von der Weide in den Wald oder in die Auenwälder wieder aufrechterhalten. Dann die Alpen. Das ist von mir aus gesehen jetzt eine einfachere Sache, seit wir nicht mehr selber Alppersonal suchen müssen. Die Alpen werden verpachtet, normal mit 6-jährigen Verträgen. Und es ist in unserem Interesse, dass wir einen guten Pächter drauf haben, der dann auch langfristig unsere Alpen pflegt und so auch den Pachtzins regenerieren kann, den wir verlangen. Uns liegt es natürlich am Herzen, dass wir den Pachtzins nicht einfach unbeliebig ausschrauben, dass dem Pächter dann schlecht geht und die Alp nicht gepflegt wird. Also unser Anliegen ist ganz klar, ein längerfristiges Verhältnis mit dem Pächter zu haben, dass die Alpen auch gepflegt werden. Und dann ist das auch in unserem Sinn. Ich denke, nur eine gute, gepflegte Alp bringt auch Sicherheit für die unterliegenden Liegenschaften, sprich das Tal. Weil eine Alp ist ja im Gebiet, wo nicht bewaldet ist. Also dort kommt von der Natur her nur eine Wiese. Und wenn die Wiese im schlechten Zustand sind, dann haben wir bei Unwetter oder bei starken Niederschlägen
haben wir Auswäschungen, Ausschwemmungen und das führt dann bis zu schweren Hochwasser, die dann bis ins Tal kommen. Also das ist eigentlich eine sehr wichtige Funktion, die die Alpen haben. Dann hier sehen wir einen Blick in den Käsekeller von der Alp Malbuhn. Die Alp Malbuhn ist ja eine Kuhalp, da sind rund 95 Stück Kühe drauf. Und da haben wir schon längerfristig einen Pachtvertrag mit dem Ueli und der Margrit Abterhalden. Da gibt es den sehr feinen Malbuhner Alpkäse. Dann die Alp Malschuel, die ist schon mehrere Jahre als Geissenalp ausgeschieden. Es hat noch ein paar Rinder drauf. Aber der Vorteil der Geissen ist, sie pflegen den Alp sehr gut. Eine Geiss ist nicht heikel, die frisst alles und wenn man sie genug einsperrt, frisst sie sogar Alpenrosen. Also von dem her gibt es keine bessere Pflege auf einer Alp als mit dem Rudel Geissen. Es sind 300 Geissen dort oben. Also die werken schon und auch Zusammenarbeit mit dem Verein Ziegenfreunde funktioniert sehr gut. Sie setzen sich hier ein. Und wir hoffen auch, dass wir da längerfristig ein gutes Einvernehmen haben mit denen. Baulich ist momentan die Hütte im Neubau. Da kommt dann der Werner Schwendener noch drauf. Hier ein Bild von den Geissen. Es sind noch 50 bis 60 Rinder sind dann auf dieser Alp. In den Gebieten, wo die Rinder gut zu haben sind, kann man natürlich auch Rinderalpen. Dann Alp Faltisch. Wiestannertal, also die Alp gehört zu Mels und ist im Wiestannertal, etwa auf halbem Weg ins Wiestannertal hinter auf der südlichen Seite. Die Alp ist sehr schlecht erreichbar, also praktisch nur zu Fuß. Jetzt hat es gerade eine neue Brücke gegeben, damit der Weg dort hinter auch besser begangen werden kann. Das ist eine sehr grosse Alp, die umfasst über 700 Hektare. Und da ist man dran, mit einem Projekt mehr Richtung Schafalp zu gehen, insofern, dass sich das dann vertreibt, auch mit der Jagd. Das Problem ist ja dann der Herdenschutz mit so vielen Schafen, dass man den aufrechterhalten kann, dass das gut funktioniert. Es hat noch ein paar Rinder da oben und praktisch nur ein oder zwei Kuh für Selbstversorgung vom Hirtenpersonal. Dann Holzgant. Da bin ich dieses Jahr das erste Jahr Gantleiter und habe das Glück, dass wir gerade fusionieren und die Holzgant wird mit den Seefeldern zusammen durchgeführt und die ist am 28. November. Also die eine Mine oder eine Feuerung haben, können wir gut ganten, dann können wir wenigstens einmal das Holz ein bisschen gut kaufen. Schon erwähnt, Zusammenarbeit mit Grabus. Da ist meine Aufgabe eigentlich einfach möglichst die nächsten Jahre eruieren oder schauen, was können wir machen mit dem Holz, wo können wir Nutzholz gut verkaufen. Das ist sehr schwierig momentan, es kommt sehr viel billiges Holz hier. Aber ich glaube, die Mitarbeiter und das Unternehmen Grabus ist sehr gut aufgestellt und die setzen sich sehr ein für ihren Betrieb. Und ich glaube, das ist die einzige richtige Wahl, die man da vor 10 Jahren getroffen hat, dass man die Forstbetriebe zusammengelegt hat. Dann besten Dank für die Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort dem Werner Schwendener. Ja, ich bin seit 2011 im Verwaltungsrat. Meine Verantwortlichkeiten sind die Liegenschaften, die Wohnliegenschaften mit Mietwesen, Berghaus, Skilift, Busbetrieb, verantwortlicher IKS, internes Kontrollsystem und Versicherungen. Im Weiteren bin ich bei der Kommission im Einbürgerungsrat, bin im Vorstand vom Ortsbürgerbund, bin Vorsitzender der Baukommissionen. Wir vermieten und verwalten diverse und eigene Wohnliegenschaften zu günstigen Konditionen. Wir besitzen und verwalten 74 verschiedene Liegenschaften.
Vor 5 Jahren haben wir ein neues, modernes Berghaus im Buchser Malbu gebaut. Das ist ausgerüstet mit modernster Infrastruktur, grosszügigen Panoramazimmer, Mehrbettzimmer für Familien und Schule sowie Seminarräumlichkeiten für diverse Anlässe und Veranstaltungen. Es ist eine herrliche Aussicht aufs Rheintal und auf die Bergwelt und ich hoffe, die meisten sehen schon, oder alle sehen schon mal die oben und haben das so genossen. Es stehen auch viele Parkplätze zur Verfügung. Das Berghaus ist ideal für Ausgangspunkt für Wander-, Bike- und Skitouren. Im Winter betreiben wir einen eigenen kleinen Skilift mit günstigen Tarifen, für ideal für Familien mit Kind und Schulklassen. Möglich auch für Vereins- und Firmenskirennen eine Skiarena in unmittelbarer Nähe. Die Skipisten werden durch unser eigenes Pistenfahrzeug präpariert. Den Skiliftbetrieb inklusive Unterhalt betreiben wir mit eigenem Personal. Dank der Infotafel bei der Mühle Altendorf oder über unsere Homepage ist man immer aktuell informiert. Die Webcam sendet immer die aktuellsten Wetterbilder und wie wir gehört haben, sie läuft ab heute wieder. Man kann wieder alle schauen, die wir ein bisschen vermisst haben. Das ganze Jahr verkehrt planmässig vom Samstag und am Sonntag ein Bus zum Berghaus Malbu mit sehr günstigen Tarif. Während der Wintersaison fährt er auch am Mittwochnachmittag. Ab Fahrplanwechsel verkehrt der Bus nur über die Kurenstrasse, sondern neu auch über die Heldaustrasse. Einfach als Information. Ich bin auch delegiert im Ortsbürgerbund Buchs, der ein selbstständiger Verein für die Ortsbürger ist. Neben der Hauptversammlung organisiert er diverse kulturelle Anlässe. Auskünfte erteilt der anwesende Präsident Hans Juninger oder die anwesenden Vorstandsmitglieder. Vor dem zweiten Teil darf ich Ihnen nun die Alpengruppe Echo von der Gauschla ankündigen. Ich wünsche viel Vergnügen. Dankeschön. Aber das Seb auch noch gesagt ist, also die 36'000 Franken, die kommen also nicht über heute Abend und morgen noch nicht. Also einfach, dass wir uns da im Klaren sind. Im zweiten Teil, wie versprochen, einfach ein kleiner Auszug aus den Zielsetzungen. Wir haben eigentlich recht viel, aber ich denke, wenn wir einmal da... Uns ist wichtig, wie wir schon vorher gesagt haben, dass wir gute Beziehungen und gute Kontakte haben zur Stadt Bux. Wir tauschen uns regelmässig aus. Also ich bin vertreten der Bau- und Planungskommission, in der Richtplanungsgruppe. Der Stadtrat und Ortsverwaltungsrat trifft sich einmal pro Jahr zum Austausch und wenn irgendetwas dringend ist, dann sich Daniel und ich jeweils direkt absprechen. Das ist sehr unkompliziert.
Wir haben gesagt, wir wollen nochmal die Zukunfts- und Auslaufbetriebe in der Landwirtschaft definieren. Das klingt jetzt ein bisschen brutaler, als es ist. Aber es gibt Landwirte, die in absehbarer Zeit das 65. Altersjahr erreichen. Und in unserem Reglement ist, dass ein Landwirt über 65 keinen Anspruch mehr hat auf Pachtland. Da muss man schauen, hat es da einen Jungen, der nachkommt. Einfach, dass man ein bisschen sagt, das ist, da ist eine Zukunft um oder da ist eher nicht. Und wir wollen auch ein bisschen festlegen, was für einen Anteil von Fremdleistungen auf einem Acker erbracht werden. Weil wir finden, ein bisschen, es kann ja nicht sein, dass ein Bauer eigentlich seine Fläche einem Betrieb gibt, der ansäen kann, der pflegen kann, der ernten kann. Also, dass der Bauer praktisch keinen Fuß mehr auf das Land setzt. Da möchten wir auch ein bisschen schauen, wie wir da vorgehen wollen. Dann, das haben wir schon geschafft. Wir haben ein Verzeichnis von den Strassen und von den Liegenschaften mit der Unterhalts- und Sanierungsplanung. Wir sind in der glücklichen Lage jetzt, dass wir jeden Stall, jedes Haus, jede Strasse bewertet haben und auch wissen, was kommt da in den nächsten Jahren für einen Sanierungsbedarf auf uns zu. Da haben der Liegenschaftsverantwortliche, der Werner Schwendener und der Bauchef Hans Rotenberger ganz gute und wichtige Arbeit geleistet. Und dann schlussendlich haben wir auch noch gesagt, wenn es sich Möglichkeiten gibt, würden wir den Immobilienmarkt auch entsprechend bearbeiten. Das offensichtlichste Projekt, das hat man vorher angetönt, ist sicher die Naturierung Werdenberger Bindenkanal. Was da irgendwie so auf einem Plan mal angefangen hat, ist dann so ein wunderschönes Projekt. Also so eine wunderschöne Sache, ein Naherholungsgebiet für die Gesamtbevölkerung. Ich habe an der Eröffnungsfeier, die sehr gut besucht war, bei sehr schönem Wetter, habe ich ein bisschen plakativ gesagt, dass wenn etwas Schönes entsteht, dass man darauf gehen kann, dass dann in praktisch allen Fällen eine Ortsgemeinde daran beteiligt sei. Und das ist auch hier so, weil die ganze Fläche, die hier jetzt der renaturierte Binnenkanal durchläuft, die ist im Besitz der Ortsgemeinde. Gut, die gibt es da auch zu, dass wir bei dieser ganzen Geschichte durch den zugeschütteten alten Kanal noch rund 1 Hektar Land gewonnen haben und noch 4'000 Quadratmeter Wald, also total nettdeutsche 14'500 Quadratmeter Land vom WBK bekommen haben, das hat uns schon gefreut. Also, das ist so. Und, aber wir haben natürlich auch noch 100'000 Franken an das Projekt beigesteuert. Es ist vorher erwähnt worden, wir sind im Moment diverse Projekte im Umbau, also diverse Liegenschaften. Zuerst einmal die Sanierung von der Hirtenunterkunft Malschül. Wenn man schaut, wie das ausgesehen hat, das sind das WC, das ist die Dusche und da ist Stäubli. Ich denke, dann ist jedem klar, dass man da etwas hat müssen machen. Wir haben 550'000 Franken, wir haben den Kredit bewilligt. Das Jahr haben das Personal in den Container hingewohnt. Ich denke, das ist schon zünftige Komfortverbesserung gegenüber dem alten Zustand. Und jetzt sieht es so aus. Also jetzt ist der Eingang nicht mehr von vorne, sondern von der Seite. Jetzt geht man da hinten rein. Da war er vorne. Da hat man jetzt Fenster, das ist jetzt hell. Und wenn man hier schaut, das ist die Küche mit dem Ofen. Da sind Bade, also Sanitärräume und das sind Zimmer. Also ich denke, da würden wir am liebsten gleich wohnen.
Dann haben wir zusammen mit dem Skiclub Buchs haben wir unsere Talstation neu gebaut. Das ist jetzt, wie man so schön sagt, eine typische Win-Win-Situation gewesen, weil wir haben Materialkosten übernommen und der Skiclub hat es gebaut. Wir haben jetzt ein schönes Kassenhäuschen, wo unsere Leute hier einmal ein bisschen verwarmen können, wo sie einhöckeln können, wenn sie gerade einmal läuft. Und der Skiclub hat den Material- und Büroraum. Also ich denke, das ist eine sehr gute Geschichte. Ich sage es jetzt von oben aus und das ist die Schaltzentrale. Mit der Stadt und dem Amt für Wirtschaft vom Kanton St. Gallen sind wir dran, das Gebiet Fägeren zu entwickeln. Da sollte das Zentrum für Präzisionsindustrie entstehen. Man verspricht sich da Synergien mit dem NTB. Dann bauen wir ein Mehrfamilienhaus, das haben wir sicher auch mitbekommen. Der Spatenstich war am 2. Oktober. Da werden 6 schöne, helle 4,5-Zimmer Mietwohnungen bauen. Und so sollte es dann einmal aussehen. Und das wäre noch von oben. Also ich denke, das gibt ganz eine schöne Sache. Und dann, das ist jetzt Gegenwart, das sind ein bisschen Projekte, die uns in Zukunft werden beschäftigen werden. Im Buchs gibt es ja praktisch keinen Boden mehr, wo frei ist auf dem Markt. Und heute ist das grosse Schlagwort Siedlungsentwicklung nach innen. Also wir reden hier von einer inneren Verdichtung. Dann hat sich der Verwaltungsrat gesagt, ja gut, wir müssen uns auch mal ein bisschen als strategisches Ziel setzen, dass man gewisse Areale entwickelt. Wir haben dann zuerst einmal unsere eigenen 3 Blöcke hier im Flöss mal ein bisschen durchleuchtet. Der Ist-Zustand ist einfach, dass dort auf 6'500 Quadratmeter 22 Wohnungen und ein Kindergarten sind. Und da wird man vielleicht einmal schauen, dass man vielleicht könnte, etwas 50 Wohnungen, Tiefgarage, Kindergarten und gewisse altersgerechten Wohnraum schaffen. So sieht es von oben aus. Also es ging um die da, die 3 Blöcke, so, da hinten und da der Kindergarten geht bis da hinten. Das sind gut 6'500 Quadratmeter. Dann haben wir gerade aktuell uns mit der Liegenschaft Churerstrasse 41 auseinandergesetzt. Das ist das alte Försterhaus. Da haben die langjährigen Mieter gekündigt. Und wir sind dann einfach vor der Wahl gestanden, ja, was machen wir jetzt? Es ist ein gewisser Renovationsbedarf dort. Und wir haben dann gefunden, dass man halt auch das einmal anschauen muss, was man hier machen könnte. Das sind mit der Garage hier. Also, es hat hier noch so 5 Fertiggaragen und da ist das alte Försterhaus. Und das sind gleich auch 1786 Quadratmeter in der Zone WG3, wo man vermutlich auch besser nutzen. Und da sehen Sie das Gebiet noch, Drohnen sei Dank von oben. Also eben, es geht hier um das hier so und dann geht es da durch und dann das sind die Fertiggaragen so. Also das ganze Gebiet, Zone WG3. Ja, ich denke, Sie sehen, die Aufgaben gehen uns nicht aus. Wir packen die mit Elan und Freude an. Ab und zu genehmigen wir uns auch einmal ein Gläschen guten Wein. Ich hoffe, in gut 10 Minuten habe ich auch ein solches in der Hand. Ich hoffe, wir haben Ihnen können ein paar interessante Informationen über eure, das ist ja eure Ortsgemeinde, geben.
Die Alphangruppe Echo von der Gauschle wird uns jetzt noch zwei Stückchen spielen. Und nachher bitte ich euch, tauschen euch mit der Verwaltungsräte mit uns aus, dass wir es noch ein bisschen gemütlich haben. Ich wünsche euch noch einen gemütlichen Abend, kommt nachher gut heim und habt eine gute Zeit. Danke vielmals.